Und als Nächste spricht für die FDP-Fraktion die Kollegin Julika Sand. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Der Herr Waschler hat vorhin gesprochen von einer Herkulesaufgabe, vor der wir seit Jahren stehen. Was Sie machen, erinnert mich an einen anderen großen Riesen aus der griechischen Antike, an den blinden Polyphem. Ich möchte Ihnen das anhand von Beispielen erläutern. Ich habe gerade in der letzten Sitzungswoche habe ich eine Anfrage zum Plenum gestellt zur Frage, weil Schulleiter an mich herangetreten sind, dass der Klassenteiler nicht mehr eingehalten wird, der maximale Klassenteiler. Und insbesondere, wenn da 50% Schüler mit Migrationshintergrund sind. Und ich dachte, da käme vielleicht die Antwort, dass das Einzelfälle sind. Aber nein, das Kultusministerium hat mir geantwortet, wir haben da keinen Überblick. Wir können das so schnell nicht beantworten, diese Anfrage. Das nenne ich Blindflug. Blindflug auf Kosten der schwächeren Kinder. Und das Gleiche im Bereich der frühkindlichen Bildung. Auch in der letzten Sitzungswoche hatten wir einen Experten, den Herrn Neuberger vom Deutschen Jugendinstitut. Und er hat mir bestätigt, dass die fehlenden Kita-Plätze, da kommen ab und zu gibt es Familien, die sich da Plätze einklagen. Aber ganz, ganz oft trifft es genau die, wo man schon weiß, die Eltern haben Sprachschwierigkeiten, die Eltern haben vielleicht nicht den Bildungsstand, um sich den Platz einzuklagen. Und genau deren Kinder, die Bildung so dringend nötig haben, die frühkindliche Bildung, die Chancen brauchen, genau diese Kinder bleiben in unserem System auf der Strecke, hier in Bayern. Bei der Kita-Platz-Lotterie, die ist nicht mal ein Glücksspiel, sondern viel schlimmer. Die Verlierer sind die, die einen Platz brauchen. Mehr als jede vierte Münchner Kita, die steigend jedes Jahr, konnte nicht so viele Kinder aufnehmen, wie sie Plätze hat, weil die Fachkräfte fehlen. Und die Fachkräfte fehlen, laut Bertelsmann-Studie fehlen aktuell 11.000 Fachkräfte. Und im Jahr 2030 werden, wenn wir entsprechende Qualitätsansprüche stellen, 45.600 Fachkräfte fehlen. Und das sind noch nicht mal die mitgerechnet, die wir zum Ausbau des Ganztags brauchen. Das sind nämlich noch mal 22.700 Fachkräfte. Das Problem im Kita-Bereich ist vor allen Dingen, dass die Kita immer nur, wenn dann plötzlich drei Tage vor Beginn des Schuljahres im Schulbereich, hat der Minister dann plötzlich gemerkt, es fehlen Lehrer, ein paar Tage vor Beginn des Kita-Jahres hat die Ministerin gemerkt, es fehlen Fachkräfte und hieß es, ach ja, dann machen wir mal ein ganz tolles Modellprojekt, dass wir mal den Betreuungsschlüssel senken, also dass wir einen schlechteren Betreuungsschlüssel machen. Also da merkt man, da geht es nur um Betreuung. Die Betreuung ist wichtig, ja, die ist existenziell für Familien, aber noch viel wichtiger ist doch die frühkindliche Bildung, die Qualität, dass die Kinder, die in die Schule kommen, entsprechend eine Sprachförderung bekommen haben, dass sie in ihrer Persönlichkeit so weit sind, dass sie auch der Schule folgen können. Das betrifft übrigens nicht nur die Schüler, die da abgehängt werden, sondern es sind doch die ganzen Schulklassen, die da letztlich mitleiden, wenn nicht entsprechend alle Schüler startklar sind und alle Schüler von Anfang an entsprechend gefördert werden können. Und dieser Fachkräftemangel, der ist einfach hausgemacht. Der ist einfach hausgemacht. Es ist jahrzehntelang viel zu wenig passiert. Es wird immer am Anfang des Jahres so getan, als wäre das alles ganz plötzlich. Und ich muss sagen, wenn man einfach nur die Arbeitsbedingungen weiter verschlechtert und sagt, wir machen größere Gruppen und schlechteren Schlüssel, dann führt das doch wieder zu Burnout, das führt zur Verzweiflung, das führt dazu, dass ausgerechnet die Fachkräfte, die wir brauchen, ihren Beruf an den Nagel hängen. So, und deshalb brauchen wir ein Konzept, um auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und ja, natürlich, Frau Stiersdorfer, es ist schön, wenn Sie den danken. Wir müssen den danken. Die tun wahnsinnig viel, die sind hochgradig engagiert. Die haben unseren Respekt verdient. Aber sie brauchen auch gute Arbeitsbedingungen, denn sie wollen sich ja um die Kinder kümmern. Sie wollen ja die Kinder fördern. Der Staatsregierung fehlt ein Konzept. Wir von der FDP haben eins vorgelegt, ein Antragspaket. Wir fordern eine Fachkräftebedarfsanalyse. Wir fordern eine verkürzte und bezahlte Ausbildung, und zwar nicht nur an einzelnen Einrichtungen, sondern landesweit und mit einem Finanzierungskonzept hinterlegt, auch für kleine Träger, mehr Plätze an Fachakademien, eine bessere Anerkennung ausländischer Abschlüsse, Konzepte für den Quereinstieg und nicht eins, wie Sie es jetzt wieder vorgelegt haben, wo dann die angehenden Fachkräfte dafür zahlen müssen, die Geld kostet.
Wir haben ein Antragspaket vorgelegt. CSU und Freie Wähler haben es abgelehnt. Ihnen fehlt nicht nur die Strategie, Ihnen fehlt auch noch der Wille. Das ist viel schlimmer, meine Damen und Herren. Und im Übrigen ist unser Konzept als einziges in diesem Landtag, andere Fraktionen haben ja auch Konzepte, ist es finanziell gesichert. Wir sind der Meinung, dass eben die Leistungen auch für die Familien viel besser in frühkindliche Bildung investiert sind als ins Familiengeld. Und im Übrigen ist es ja auch so, dass wenn beide Eltern arbeiten können, dass dann ja auch Steuergelder wieder einfließen. Also ich denke, das muss man auch noch mit berücksichtigen. Also wir haben ein super Konzept vorgelegt. Schauen Sie sich noch mal an. Krempeln Sie die Ärmel hoch wie Herkules für unsere Kinder, für die Familien. Vielen Dank. So, als nächstes hat das Wort die Kollegin Petra Högl für die CSU-Fraktion.